Ja. versucht es, was irgendwie traurig wäre. Ja, das war schon sehr direkt. Das war definitiv nicht mehr subtil. Und auch nicht sehr kryptisch, sondern das war schon eindeutig sehr luzid. Ich glaube, ich. Ja, das war sehr luzid. Ich glaube, er will uns wirklich töten. Eine sehr klare Ansage. Ups. Die weiße Lunarflüssigkeit. Das war knapp. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Okay. Besonders als Roboter, der ja eigentlich keine Stimmbänder hat, keine richtigen. Ja, die drei hier haben ihren Spaß. Ich sehe. Aha. Ich würde sagen, das hat wehgetan. Ich muss an das Knöpfchen hier drüben gelangen. Kann ich dir irgendwie loswerden? Ja. Gute Idee von mir. Oh, der Boden. Das ging schnell. Okay. Ich habe da schon eine Ahnung, aber wir werden sehen, wie lange ich dafür brauche. Und ob sich diese Ahnung als richtig erweisen wird. Der werte Herr. Ich kann auch erstmal hier nach drüben gehen. Wieso machen wir das Ganze kompliziert, wenn es auch einfach geht? Wenn ich das hier aktiviere, dann tut sich was. Für eine begrenzte Zeit lang wird wieder die Sprungflüssigkeit wird dafür freigesetzt. Und die können wir ja nach drüben bringen. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht, weil die jetzt an der Wand landet. Ja, Moment. Wir probieren es noch einmal. Genau. Ich habe aber eine andere Vorahnung. Moment, wir warten erstmal. Das war wahrscheinlich etwas zu früh. Nochmal hier. Drücken und abwarten. Die. Es fließt, es fließt. Und diesmal werde ich etwas länger warten. Da drüben sind noch die Turrets. Wo ist denn der Ausgang eigentlich genau? Ups. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich besser war. Und wie komme ich eigentlich nach drüben? Ist die Frage nicht berechtigt? Moment. Ja, springen ist wahrscheinlich keine gute Option. Wie komme ich denn hier nach drüben? Das bringt mir auch wenig. Hier kommt der ganze Rotz an die Wand. Moment, wenn ich den hierher bringe. Ach ja, das sollte klappen. Abwarten. So, jetzt nochmal. Na also. Schon besser. Dann einmal hier. Ach, das fließt hier auch durch. Ach so. Aua. Oh. Ich wollte ja diese Kollegen damit beschmieren. Und da hinten ist der Ausgang. Da hinten haben wir den Ausgang. Wenn ich hier ein Portal platziere.
kann ich irgendwie... Ach, der kehrt den um. Ach so. Also ob mir das jetzt hilft, weiß ich nicht. Einen Würfel haben wir aber nicht bekommen. Das war in der Tat nicht mein... ja. Das Beste, was ich je gemacht habe. Na, großartig. Oh, das ist anstrengend. Mhm. Stell dir mal vor, was ich hier machen muss, Kollege. Aua. Portal. Ich will nochmal nach drüben. Ein Portal hier, ein Portal da oben. Jetzt. Das hätten wir hier. Ob mir dieses Zeug da drüben überhaupt hilft, weiß ich eben auch nicht. Und von hier aus, doch, von hier aus kann ich das Portal hier hinschießen. Ja, das klappt. Dafür müsste ich aber... gute Frage. Das Blaue haben wir hier. Okay, wir drücken nochmal den Knopf. Ja. Und dann könnte ich ja theoretisch den Strahl umkehren, wenn ich das denn will. Ich weiß aber eben nicht, wie ich das zeitlich... hinkriege. Also am besten. Yay. Ja, das ganze Zeug im Gesicht. Ich freue mich. Nein, ich muss raus. Beilung. Aua, aua, aua. Ich bin... Hallo. Okay, wir haben noch etwas. Lass mich überlegen. Ach doch, ja, das würde klappen, das würde klappen. Einmal zurück. Aber ich muss mich jetzt eigentlich beeilen, theoretisch. Warte. Ja. Denke ich hier irgendwie richtig? Moment, Moment, nochmal kurz nach drüben. Nein. Oh, ich hab's natürlich genau falsch gemacht. Oh, das ist doch nicht wahr. Ich bin der schlausten einer. Nochmal hier. Nachdem ich das hier gelegt habe. Mehr, mehr, mehr. Komm. Ja. Kommt dann nochmal was? Schnell, 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 schnell. Hier werden wir natürlich wieder angeschossen. Mir würde nichts einfallen, außer die Kollegen mit dem komischen Gill hier. Ja, wir haben sogar noch etwas mehr. Wenn sie hier durch sind, dann muss ich das blaue Portal hier drüben platzieren, aber dann auch noch im richtigen Moment. Na. Moment, noch etwas, noch etwas. So, hier. Komm. Und dann setze ich am besten das Portal hier. Das war schön. Na, Kollegen. Jetzt kann ich ja schön hüpfen, aber... wie komme ich von hier nach da drüben? Moment.
Da kann ich natürlich kein Portal setzen. Nee, das ist hinter der Barriere. Glaube ich. Kann ich irgendwie... Aber da reicht doch der Schwung nicht, oder? Wenn ich dieses Portal hier nutzen würde. Na, so schon mal nicht. Moment. Ich sollte erstmal meine Idee überdenken. Bevor das Ganze nach hinten losgeht. Ja, ja, ja. Spannend, spannend, spannend. Aber kann ich irgendwie... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das hinbekomme. Ich kann doch irgendwie in diesem Strahl hier landen. Ich glaube aber nicht, dass ich mit dem... Ich würde ja gerne durch dieses Portal mit dem Strahl hier oben landen, genug Schwung aufbauen und dann hier auf der Flüssigkeit, naja, umherhüpfen. Aber ich kann doch niemals genug genug Sprungkraft aufbauen, um da drüben zu landen. Glaube ich zumindest nicht. Und von hier aus kann ich auch leider keinen Strahl nach drüben schießen. Ach, der Knopf. Ich Schlaukopf. Tja, wenn ich mich mal umgesehen hätte. Denn der setzt das hier frei. Ich verstehe. Na, komm schon. Ja, aber ich glaube, ich muss Schwung aufbauen. Ich muss wahrscheinlich Schwung aufbauen. Und es stellt sich mir immer noch die Frage, wie ich das mache. Moment. Ich will erstmal... Ja, 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 stopp. Ich will erstmal hier nach oben. Da muss ich aber sehr viel Schwung aufbauen. Die Pampe hier kriegen wir auch nicht nach drüben. Wird mir ja wahrscheinlich nichts mehr bringen. Naja, immerhin. Aber, dass ich so viel Schwung aufbaue, um da drüben zu landen, das wird schwierig. Das ist auch primär mein Problem gerade. Sag mal, brennt es da hinten? Also Kollege, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich will ja hier... keine Autoritäten in Frage stellen, keine Insubordination zeigen, aber hey, also irgendwie wirkt das schon nicht ganz koscher. Hehe, toll. Ah, komm schon, Gladys. Rück mit einem Plan raus. Ich muss Schwung aufbauen, dass ich da drüben ankomme. Komm schon, denk nach, das gibt es doch nicht. Ja, alles richtig. Hier kann ich freudig hüpfen. Und ich muss irgendwie... Ich meine, diese Lunarflüssigkeit, diese aus Mondgestein, die bekommen wir ja nicht mehr. Diese weiße. Von dem her... Reicht die Höhe? Ach doch, ja, die sollte reichen. Vielleicht. Ach so. Schön für dich. Juhu. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Ich weiß es nicht. Hohoho. Jawohl, wir haben es gelöst. Ich freue mich. Gut. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich meine, es gibt ja auch sehr viele Testkammern, die von der Community erstellt worden sind. Und die sind teilweise doch nochmal ein gutes Stück schwerer. Also man muss sagen, in Portal und Portal 2 hält sich das ja eigentlich noch in Grenzen. Zwei Kammern, juhu. Ja, dann... Wenn du das sagst, Gladys, ich habe hier keinen Plan. Ich vertraue darauf, dass sie mir mal ausnahmsweise hier hilft. Aus diesem Malheur. Ah. Wir können einmal... Woho! Was muss man dir lassen? Für einen kleinen Trottel, dessen
hast es sicher schon gemerkt. Eine Falle. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Ja, okay, ich verstehe schon. Ja, ey. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Teil 9, hier tötet er dich. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Naja. Aber wir sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden bevor sie dich zerquetschen. Das ist das Ziel, auf das ich arbeite. Ja, hey. Gut Ding will Weile haben. Richtig, oh, richtig. Also, lassen wir uns Zeit. Das klappt nicht. Ich habe an alles gedacht. Was? Konversionsgel, das tropft dort aus dem Rohr. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ja, mit dessen Hilfe können wir hier raus. Richtig. So viel ist mir auch schon aufgefallen. Dann finden wir dich und reißen deinen widerlichen Kugelkörper aus meinem Körper und setzen mich wieder hinein. Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an. Ach Mensch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Genauso wie uns, naja, also Gladys wollte uns ja quasi einschmelzen. Okay. Ja. Hey, ich würde sagen, vergeben und vergessen. So. Muss ich sagen, finde ich schön, denn wir können, ja, wir können hier fliehen, Entschuldigung. Kann ich da einfach reinspringen? Ja, die sind... Ah, ach so. Und weg. So herum gehört sich das. So herum, ich verstehe. Na, Kollege. Da freut er sich wohl nicht mehr. Ich glaube, wir sollten fliehen. Ich glaube, wir sollten wirklich fliehen. Ach ja, eben, das war eine Anspielung an den Koop-Modus, denn... Ah, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Es gibt ja noch einen Koop-Modus in Portal 2. Und das mit diesen zwei Robotern war eine kleine Anspielung. Ja, das war toll. Das hat mir gefallen. Also ich habe eigentlich nichts gesagt. Ich habe nur Apfel und Ja, den ganzen Apfel und Ja. Ach ja, das war schön. Aber jetzt willst du mich töten. Also ich will abhauen. Ja, hier lang, da gehen auch welche hin. Kann ich hier nach unten springen? Tatsache. Heilige nochmal. Na dann. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Und ich bin enttäuscht von dir. Oh oh. Ich habe eine Idee. Ja, du kleine Idee, ich habe es. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Ich glaube, er will mich umbringen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich glaube, er will mich wirklich eliminieren. Ich kann hier keins setzen, oder? Nee. Und hier nach unten springen ist eigentlich auch keine Option. Hier nach drüben. Ich lasse mal... Na, vielleicht doch weiter oben. Dann können wir im Notfall auch... noch etwas... Ja, okay. Genau, direkt hier landen. Okay, und es geht direkt weiter. Ich glaube, er ist wütend oder was auch immer. Zumindest will er uns töten. Und die Musik wird intensiv. Halt durch. Bitte nicht. Werft mich gar nicht. Einfach weiterfliegen. Verdammt. Der Verrückte! Der zerstört doch alles! Ich weiß, er will uns aufhalten, aber im Endeffekt... Ja... Er will uns aufhalten, aber zerstört hier noch die ganze Anlage. Was bleibt uns denn übrig? Ups.
Huiuiuiuiui. 75 von 19. Okay, ich glaube... Ja. Ja, ich bin gerade in der Agonie. Oh Gott, ich sterbe. Die Pein, die Agonie. Ich habe die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Ah, schöne Verpackung, übrigens. Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen. Wenn du tot bist, flog da gerade dein von Kugel durchsiebter Körper aus dem Raum. Das war... Oh, richtig. Das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Oh Gott. Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Hoho. Kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Richtig, richtig. Absolut korrekt. Kann ich. Nee. Wir gehen mal nach drüben. Könnt ihr mich hier anschießen? Oh, oh. Gefährlich. Und ich bin tot. Das war wohl keine gute Idee. Ja, Ladebildschirm, die kennen wir jetzt schon in- und auswendig. Ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Achso. Bube, Dame, jeder? König, ja. Ass, Full House. Alles Trümpfe. Und zwar... Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Hier schon mal nicht lang. Hier unten vielleicht? Ich weiß... eben nicht, ob sie mich hier treffen können. Ich gehe mal in diese Richtung weiter. Aua. Na, ich weiß nicht. Wir haben ja schon mal ein Portal gesetzt, aber ich weiß nicht, wo ich das zweite hinsetzen soll. Das ist gerade primär mein Problem. Und dass ich getötet werden soll. Können wir aber nicht hier setzen. Nee.